Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? So, ich bin gerade nach Hause gekommen vom Dollar Tree. Das ist, glaube ich, mit der größte Dollar Tree-Einkauf, den ich so persönlich jetzt jemals hatte. Es waren $95, aber das sind auch ein paar nicht $1,25-Items dabei. Also es gibt ja bei Dollar Tree auch diese Gänge. Da kosten Dinge $3 und $5. So, und ich habe euch ja in meinem letzten Video, sorry, bin ein bisschen aus der Puste, ich wohne im zweiten Stock und musste jetzt 6-mal hochlaufen, weil ich heute Morgen nämlich auch noch im Haus war und da ein paar Sachen abgeholt habe. Gesicht habe ich heute nicht drauf, Chatzeleins, da müssen wir jetzt alle durch, ne? Aber ich laufe ja nicht jeden Tag wie eine Barbie rum und heute ist eben ein No-Make-Up-Day bis 4 Uhr. Dann muss ich arbeiten. Ich habe mir aber gedacht, ich zeige euch, was ich gekauft habe. Hauls werden ja relativ gerne gesehen. Und ja, ich weiß nur nicht, wo ich das alles hinstellen soll. Also es ist ein bisschen was von allem dabei. Ne? Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal. Für Lauren habe ich neue Knete gekauft. 2, 4, 6. Da sind 6 Stück drin. Und die haben jetzt $3 gekostet und da habe ich 2 verschiedene mitgenommen. Also hier ist dann noch ein Grau und da ist ein Weiß und hier ist ein dunkles Blau. Bei euch ist es lila und ein helles Blau. Also einfach mal 2 verschiedene Knetpackungen, dass sie auch Knete hier hat. Dann wollte sie unbedingt, ich habe bei mir im Bad so einen Türhalter, an den man Handtücher und so Sachen ranhängen kann. Und meinen habe ich auch vom Dollar Tree. Und sie wollte denselben, denn das sind Diamanten dran. So, und hier könnt ihr es erkennen, dieses Teil hat jetzt zum Beispiel $5 gekostet. Also 5 und 6, das sind dann schon mal $11. Ne? Und so hat sich das jetzt einfach hochgeleppert. Aber Lauren war gestern Abend hier und hat dann geduscht. Und ich hatte nichts, wo ich das Handtuch drüber hängen kann. Und deswegen habe ich da heute Morgen sofort dran gedacht und habe ihr einen Crystal Hanger habe ich ihr gekauft. Sieht auch sehr schön aus, weil wir haben ja beide bei uns im Bad viel Glitzer. Also sie ist da auf denselben Zug aufgesprungen wie ich. Sie wollte auch Glitzer und Bling Bling. A la hopp, dann machen wir das für die kleine Maus. Dann habe ich 4-mal, ich kann es euch aber nur 3-mal zeigen, denn auf der anderen Box steht ihr gerade drauf, weil das hier so ein super professioneller Kanal ist. Ich habe 4-mal Wipes, Desinfectant Wipes gekauft für ihre Schule. Ich habe morgen einen Termin mit der Lehrerin, einfach so Elternbesprechungstag. Und die Lehrerin hat gefragt, ob wir Taschentücher und Desinfectant Wipes mit reinbringen können. Und am Samstag hatte ich schon einen riesen Pack Taschentücher gekauft. Das hat Lauren heute Morgen mit in die Schule genommen. Und jetzt hier 4 von diesen Desinfektion auf Deutsch Tücher. Einmal in der Geruchsrichtung Fresh Scent und einmal in Lemon Scent. Jeweils 2-mal. Und da steht auch drauf 25% More Wipes. Also jetzt sind da 30 Stück drin. Sind also 120 Stück. Wie weit sie damit kommt, also die Lehrerin weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass andere Eltern auch Sachen reinbringen in die Schule. Dann habe ich hier einen Stängel und dazu irgendwo den Kopf dazu. Ja. Tada! Einen Besen habe ich mir gekauft für meinen Balkon. Zu meinem Balkon bin ich noch gar nicht gekommen, um da irgendwie was zu machen. Da habe ich auch ein paar schöne Ideen. Ich wollte, es ist ja sehr offen, ne? Und wenn man dann da draußen sitzt, die Welt sieht einen mit und ohne Gesicht. Und da wollte ich jetzt dann auch so eine,
ja, wie so eine Plane hinmachen, dass man halt nicht so hochschauen kann. Und links und rechts in die Ecke wollte ich so eine Pflanze hinstellen und ums Geländer rum dann vielleicht auch eine Lichterkette und zwei Stühle und ein kleines Tischlein. Ja, mehr brauche ich ja nicht mit kleinen Mäuschen. Aber mir ist jetzt die letzten Tage aufgefallen, dass es doch sehr dreckig ist da draußen. Hier im Haus saug ich. Finde ich einfach schneller und sauberer. Aber für den Balkon habe ich mir jetzt einen Besen geholt für 2,50 Dollar. Also der Kopf kostet 1,25 Dollar und der Stängel 1,25 Dollar. Und die Besen sind echt gut. Ich habe nämlich erst zwei Stück gekauft fürs Geschäft letzte Woche, weil uns zwei Besen auseinandergefallen sind. Speaking of work, ja, ich muss heute auch noch ein bisschen lernen für mein Manager-Programm. Und das mache ich dann, bevor ich auf die Arbeit gehe. Weil ich denke, heute Abend, wenn ich dann zu Hause bin, werde ich groggy sein und werde direkt ins Bett fallen. Und morgen habe ich, wie gesagt, die Eltern-Lehrer-Besprechung. Und morgen Abend habe ich dann auch Lauren, weil ich morgen Abend frei habe. Schwämme habe ich gekauft. 6 Stück sind da, glaube ich, drin. Ja. Die kaufe ich einmal im Monat fürs Geschäft, weil wir bestellen immer nur Putzlappen, um sauber zu machen im Laden. Aber ich brauche Schwämme. Ja? Ich brauche diese grobe Oberfläche, um die Waschbecken und so sauber zu machen. Und einmal im Monat kann ich mir 1,25 Dollar leisten, um da ein paar Schwämme zu kaufen. Wobei hin und wieder, Johann bringt mir dann auch mal einen Kaffee mit, ja, oder holt mir irgendwas zu Lunch oder so. Also das ebnet sich schon wieder aus. Aber ich brauche meine Schwämme. Dann habe ich einmal ein Knoblauchbrot mitgenommen. Das ist sehr lecker, das hatte ich schon. Das sind 2 Hälften und da ist einfach Kräuterbutter obendrauf. Und es schmeckt dann immer sehr lecker, wenn es gebacken ist, wenn man noch ein bisschen Streukäse oben drüber macht und macht sich damit ein Sandwich, ja. Also dann, keine Ahnung, irgendwie Hähnchenbrust und Tomaten und so. Kann man sich richtig leckere Sandwiches mitmachen für 1,25 Dollar. Absolut lecker. Für Lauren habe ich mitgenommen ein Griddle Cake. Das sind also 2 Pancakes und in der Mitte ist so ein Sausage-Gedöns. Lauren isst ja Fleisch. Ja, wobei, ich esse auch Fleisch, aber viel, viel seltener wie Lauren. Und zum Frühstück habe ich dann einfach gedacht, kann sie das mal ausprobieren, weil sie isst morgens gerne Waffeln, Pancakes und hin und wieder auch Sausage. Und dann habe ich gedacht, komm, das probieren wir jetzt einfach mal aus, ob ihr das schmeckt. Kommt dann natürlich noch Syrup obendrauf. Und für die kleine Maus habe ich dann auch noch diese kleinen Würstchen. Das sind wie so Nürnberger Rostbratwürstchen. Ja, das wird hier zum Frühstück gegessen. Ich weiß, schätze weiß. Also da muss man schon einen sehr, sehr, sehr stabilen Magen haben. Ich habe es nicht. Aber mein Kind, ja, da kommt sie ganz nach ihrem Papa. Und da so 2 Würstchen morgens mit ein bisschen Früchte oder einem Croissant dazu, wie sie es halt mag. Und das finde ich das Tolle bei Dollar Tree, dass man da so kleine Größen bekommt. Wenn man jetzt in einem riesen Haus wohnt und man hat eine große Familie, dann rentiert sich das nicht, ja, wenn man da so 3-4 Packungen kaufen muss. Aber ich bin ja jetzt hier alleine zum größten Teil mit meinem Kind und sie isst da vielleicht 2 Würstchen und somit habe ich da 3 Frühstücke raus und das ist dann optimal. So, ich räume das mal schnell in den Gefrierschrank. Es geht weiter mit einem Badezimmerreiniger, von dem ich gehört habe, dass der wahnsinnig gut sein soll. Scrub-free Bathroom Cleaner, frische Duft mit 20% Bonus. Also ich putze eigentlich alles mit Pine-Sol, das kann ich euch zeigen. Da habe ich mir gerade wieder eine neue Flasche gekauft mit 25% extra. Und das verdünne ich mir dann immer hier in der Flasche mit Wasser. Und damit putze ich alles, weil es auch desinfizierend ist. Aber so hin und wieder einen schäumenden Reiniger, gerade in der Badewanne oder im Waschbecken, das sammelt sich einfach Seife und so an. Ist so ein schäumender Badezimmerreiniger, glaube ich, nicht schlecht. Und eine Freundin hat mir von dem erzählt und sie hat gesagt, dass der wahnsinnig gut ist. Und es gibt eine sehr teure Variante. Also bei Dollar Tree ist es ja oft so, dass die Markenprodukte nachgemacht werden und dann günstiger verkauft werden. Ne? Macht Sinn, so kommt eben auch der 1,25 Dollar Preis zustatte.
Und da habe ich jetzt gedacht, komm, das probiere ich einfach mal aus, weil mein Badezimmer muss jetzt am Wochenende sowieso sauber gemacht werden. Gucken wir mal, wie zufrieden ich damit bin. Dann für meine weiße Wäsche habe ich ein OxiClean mitgenommen und das ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Produkt kaufe. Ich finde das sehr gut. Es gibt Produkte bei Walmart und all die anderen Stores, da kosten so Oxygen-Produkte 7, 8, 9, 10 Dollar. Ja? Und dann, gut, die Verpackung ist ein bisschen größer, aber trotzdem, das ist ein Haufen Geld. Und jetzt hier werde ich vielleicht so einmal alle 10 Tage eine volle Waschmaschine, also eine Waschmaschine voll bekommen mit weißer Wäsche und da reicht mir das vollkommen. Und dieses Zeug sorgt wirklich dafür, dass meine Wäsche keinen Grauschleier bekommt und ich habe schon sehr, sehr viele Flecken mit diesem Zeug rausbekommen. Ja, also das finde ich sehr gut für $1,25, absolut spitze. Dann habe ich für Klein Mäuschen hier so ein Set gekauft, einmal mit Q-Tips, einmal mit Wattepads und einmal mit Wattekügelchen. Und hier hinten steht es auch drauf, 3 in 1. Also sie ist jetzt auch niemand, der sich so ein Q-Tip ins Ohr bis hoch ins Hirn steckt. Ja? Also sie weiß es jetzt auch, ganz vorsichtig, hier nach dem Duschen einfach, ja, so ein bisschen am Ohreneingang die Ohren trocken und sauber machen. Ich bin eigentlich immer dabei, wenn sie das macht. Aber mir ging es jetzt einfach darum, dass sie hier so ein ganzes Set hat, in dem sie alles drin hat, weil das mit diesen Teilen und mit diesen Teilen macht sie sich nämlich ihre Ohrringe und ihre Ohrlöcher sauber. Ja, und deswegen habe ich ihr so ein Dreierpack mitgenommen. Da kommt auch noch gleich ein Produkt, womit sie ihre Ohren dann sauber macht und ihre Ohrringe. Also da ist sie ganz empfindlich, ja. Sie ist auch niemand, die ihre Ohrringe täglich wechselt, weil dann würden sich ihre Ohren einfach entzünden. Und die Ohrringe, die sie hat, das ist eigentlich alles relativ gute Qualität. Klar, sie hat auch mal was von Claire's und so, ne? Aber zum größten Teil hat sie eigentlich echt Silber. Aber trotzdem, wenn die sich jeden Tag die Ohrringe wechseln würde, würden sich ihre Ohrläppchen entzünden. Und deswegen machen wir das dann vorher immer sauber. Und da hat sie jetzt dann einfach so ein Set. Ich guck mal, ob ich es finde. Wartet mal. Hier. Das ist so Peroxide. Ja. Also da steht auch drauf First Aid Antisept. Also so ein antiseptisch Gedöns. Für Treatment, also bei Schnitten und bei kleinen Wunden, einfach um das sauber zu machen. Und das verwendet sie dann immer und macht sich das dann auf so ein Wattepad und macht sich dann die Ohrläppchen mit sauber und die Ohrringe. Also die Ohrringe, die rausgemacht werden, werden sauber gemacht und kommen dann wieder in ihren Ohrringhalter. Und die neuen Ohrringe, die ins Ohr reinkommen, werden auch sauber gemacht. Also da ist sie ganz penibel. Ja, und hier sind, ja, da ist fast ein Liter drin, also das wird reichen, bis ich irgendwann hier aus dem Apartment wieder ausziehe, weil da braucht man echt nicht viel. Dann habe ich zweimal Taschentücher mitgenommen. Home is where the heart is. Und das sind diese Taschentücher mit so ein bisschen Lotion dran. Weil Lauren hat momentan so eine Schnüffelnase und ist da öfters am Naseputzen. Und da finde ich das dann immer ganz angenehm, wenn da noch so ein bisschen Aloe Vera oder keine Ahnung, was die da drauf knallen. Auf jeden Fall ist es sehr angenehm am Rüssel, ne? Dass der nicht gleich rot ist und hier unten alles einreißt. Und habe ich zwei Stück mitgenommen. Eins kommt bei ihr ins Bad und dann eins hier in die Küche. Ich habe auch noch irgendwo eine Kaffeetasse von heute Morgen. Ein Stückchen Kaffee. Dann war ich gestern bei Walmart und Schätzeleins, die hatten meine Intim-Situation, hatten die nicht. Mein Duschgel, was ich euch ständig in die Kamera halte. Und jetzt habe ich so ein bisschen Panik bekommen, weil so gar nichts will ich auch nicht. Ja, also es gibt ja viele, die sagen, ja, nur warmes Wasser. Und nee, ich brauch da irgendwas unten rum. Und Duschgel, normales Duschgel, wollte ich nicht verwenden, wegen Pilz und so. Also habe ich mir jetzt mal ein Feminine Foaming Wash, also eine Schaumseife mit Creamy Coconut. Da ist ja dann aber auch Duft dran. Wobei, ich habe einen Rüssel noch nicht rangehalten. Ich weiß nicht, wie es riecht. Also ich rieche da
Nee. Ich rieche da gar nichts. Vielleicht, also ganz dezent, vielleicht so ein Hauch von Puderduft. Aber hätte ich jetzt nicht Kokosnuss gelesen? Nee, ich würde es nicht rausriechen. Aber besser wie gar nichts, habe ich mir gedacht. Für $1,25 von Clarice probiere ich einfach mal aus. Wenn es einen Pilz gibt oder Jucken, Brennen, kommt es natürlich sofort weg. Und dann zeige ich euch das im Aufgebraucht. Ja? Dann sage ich euch sofort, Finger weg, nicht verwenden. Dann war ich in der Beauty-Abteilung, Leute. Oh, es hat meine Wimpern wieder gegeben. Und da habe ich zugeschlagen. Hätte es noch mehr gegeben, hätte ich noch mehr mitgenommen. Also meine False Lashes von Ioni? Wo steht das denn hier? Ja klar, hinten drauf, ganz groß, Ioni. Die XL Wispy Full Dramatic. Nicht nur Wispy Full. Nein, es müssen die Dramatic Wimpern sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sehen die aus. Sind alles andere als natürlich. Ja, also wenn ich mir die aufgeklebt habe, hängen die oben am Haaransatz. Aber ich bin ja immer ein bisschen extra, wie wir alle wissen. Und ich mag es gerne extrem. Und finde diese Wimpern an mir einfach sehr schön. Und es sind die besten Wimpern. Also für $1,25. Das Wimpernbändchen ist so dünn, es ist so angenehm, ja, vom Tragen her. Ich merke die den ganzen Tag nichts. Da ist nichts am Zwicken und am Kneifen und oh, wann kann ich mir endlich die Wimpern abziehen? Nee, also das sind für mich die besten Wimpern. Dann habe ich mir auch Desinfektionstücher gekauft. Die kenne ich, die finde ich sehr gut und die habe ich bei mir immer im Auto. Also gerade nach einer Lieferung. Wenn ich jetzt einem Kunde meinen Stift gebe und kriege den Stift dann wieder zurück oder wenn Bargeld irgendwie im Spiel ist, dann desinfiziere ich mir immer die Hände. Ja, das habe ich aber auch schon vor Corona gemacht, weil ich weiß nicht, ob du gerade auf dem Pott warst, ja, und dir den Poppes abgerieben hast, aber nicht die Flossen gewaschen hast. Ich bin da, ne? Das hat bei mir mit Corona gar nichts zu tun. Da war ich vorher schon so, ich habe vorher schon in der Pizzeria gearbeitet. Da war mit dem großen Zeh noch gar nichts. Und da habe ich das schon gemacht. Also Desinfektionstücher habe ich immer im Auto oder auch für Kleinmäuschen, wenn wir unterwegs sind und wir gehen irgendwo hin ins Auto, immer erstmal die Finger sauber machen. Dann habe ich etwas gesehen, das fand ich total interessant. Also ich mag ja getrocknete Apfelscheiben. Finde ich sehr lecker. Und da hat es jetzt von Seneca dieses Tütchen gegeben. Einmal Zimtapfelchips. Und einmal Karamellapfelchips. Und da ich die nicht kenne, probieren wir die jetzt einfach mal. Steht ganz groß drauf, gemacht mit frischen Äpfeln. Ja, mit was auch sonst. Das sind ja Apfelchips. Okay. So sieht es aus. Also wie Chips halt. Aber mit Apfel gemacht. Mmh. Oh, lecker. Mhm. Mmh. Sehr, sehr lecker. Nicht zu süß, aber trotzdem noch ein bisschen fruchtig. Und dann kommt so ganz leichtes Karamell durch. Mmh. Dammit. Hätte ich mir doch mehrere mitnehmen sollen. Das sind nämlich so Sachen, die sind sofort ausverkauft. Und dann dauert es Ewigkeiten, bis es wieder im Sortiment ist. Scheiße. Werde ich mir, die habe ich jetzt aufgemacht, nachher ins Auto legen. Das ist ein schöner Snack für zwischendurch. Müllbeutel habe ich mitgenommen. Ich habe gestern endlich zwei Mülleimer gekauft. Einmal für Laurens Badezimmer und einmal für mein Badezimmer. Ich war ja auf der Suche nach dem weißen Mülleimer mit dem Glitzer außenrum, der zu der Badezimmerkollektion passt, die ich habe. Aber ich finde den einfach nicht. Und dann habe ich ihn auf Amazon, glaube ich, gefunden. Aber da würde dieser Mülleimer $55 oder so kosten. Und bei aller Liebe, ich bin jemand, ich liebe es, wenn alles zusammenpasst.
aber ich zahle auch keine 55 Dollar für einen Mülleimer. Nee. Also jetzt haben wir beide einen schwarz-matten Mülleimer mit Tret. Siehst du? Man tritt drauf und das Ding fliegt einem hoch an den Kopf. So einen habe ich jetzt geholt. Ja, ist wahrscheinlich auch praktischer. Ich finde es, glaube ich, auch schöner, wenn man den Müll nicht sieht. Weil bei dem weißen Mülleimer, da wäre kein Deckel drauf gewesen. Da macht man dann einfach nur eine Mülltüte rein und dann sieht man den Müll. Ich mag das nicht. So, und die Mülleimer haben jetzt 9,99 Dollar jeweils gekostet. Damit kann ich leben. Aber ich zahle doch keine 50, 60 Dollar für einen Mülleimer. Nur, dass es zu meinem Zahnputzbecher und zu meinem Getränken... was war das denn? Zu meinem, wisst schon, Wasser und... ne? Dass das zusammenpasst. Nee, Leute, also ich habe auch meine Grenzen. Dann habe ich eine Pink Lemonade mitgenommen. Da habe ich mittlerweile ganz viele Flaschen. Ich mag so kleine Flaschen, weil die sind dann einfach schneller aufgebraucht. Und da kommen, glaube ich, noch ein paar. Und Lauren, die mag die kleinen Flaschen auch lieber. Bei ihr kommt aber immer noch ein bisschen Wasser mit rein. Muss sie nicht wissen, ne? Dann habe ich ein Parmesankäse gekauft, der ist sehr lecker. Ja, da braucht mir jetzt keiner schreiben, was, Parmesankäse von Dollar Tree? Das ist mit der leckerste Parmesankäse und bei weitem besser wie das, was ich bei Walmart bekomme. Und da zahle ich dann aber 4, 5 Dollar. Ich habe schon einen hier, der ist auch schon fast wieder leer, weil ich habe letzte Woche Nudeln gemacht, wie Lauren hier war und jetzt am Wochenende, also gestern, nachdem ich dann von der Arbeit kam, habe ich uns auch Nudeln gemacht. Ja, wir lieben Nudeln und Parmesankäse. Und dann habe ich einmal Imitations-Vanille-Extrakt mitgenommen. Also ich bin jetzt hier keine Back-Queen und es gibt jetzt wahrscheinlich auch viele Frauen und Männer, die schlagen sich die Hände über dem Kopf zusammen. Was? Imitations-Vanille-Extrakt? Wie kannst du? Kann ich ganz einfach in den Cupcake-Teig mit rein, umgerührt, schmeckt keine Sau. Also ich schmecke keinen Unterschied. Dann für Lauren's Lunch-Snackbox habe ich hier so... Orangen, Mandarinen-Orangen mitgenommen. Die liebt sie, die liebe ich auch. Die habe ich als Kind schon geliebt und ganz geil auf Grießbrei oder Milchreis. Oh. Und da sind jetzt 3 Stück drin für 1,25 Dollar. Super. Kommt dann einfach in die Lunchbox mit rein. Mit je nachdem, was sie sich morgens aussucht. Also das ist nicht ihr Lunch, das ist Snack. Ja? Lauren isst Lunch in der Schule, in der Cafeteria. Und dann haben sie ja aber nochmal 3 Stunden Schule, bevor sie danach in die Kita geht. Also ein kleines Hüngerli aufkommt, dann bekommt sie von mir immer einen Snack mit. Ist aber auch schon oft vorgekommen, dass sie nach Hause kommt und der Snack war noch da, weil sie gar keinen Hunger hatte. Aber mir ist lieber, dass sie was dabei hat, dass sie essen könnte, wenn sie möchte. Versteht ihr mich? Genau, dann geht's weiter hier mit Cran Airbo. Von Ocean Spray und da sind dann immer 739 Milliliter, 100% Vitamin C und Cran Grape. Das ist meine liebste Geschmacksrichtung. Also das ist Cranberry Apfel und das ist Cranberry Traube. Und, excuse me. So, meine Nachbarin unten dran, die ist jetzt wahrscheinlich auch wach. Auf jeden Fall mische ich das dann immer mit Sprudelwasser. Und da habe ich mir heute mitgenommen ein 4er-Pack in der Geschmacksrichtung Mandarin-Orange. Ja, und da macht man sich dann wie so ein Schorle. Ja, also nur so Saft ist mir ganz oft zu süß und nur so Wasser ist mir ganz oft zu... Also mische ich das und dann habe ich eine Saftschorle. Dann habe ich mir einen Kaffeebecher mitgenommen für 1,25 Dollar. Finde ich super, weil da kann ich dann morgens einfach meinen Kaffee reinmachen, wenn ich die Kleine in die Schule bringe oder wenn ich ins Haus muss, ja, um da irgendwie was zu erledigen. Oder, keine Ahnung, Kaffeebecher halt. Ein Rasierschaum habe ich mir mitgenommen. Sensitive in dieser grünen Variante. Extra Care. Extra Moisturizing Shave Cream, also das ist Rasierschaum, das ist kein Rasiergel, aber die Rasierschaume, Schäums, Schaum von Dollar Tree finde ich super, sehr ergiebig
und bei weitem mehr drin wie bei den Frauenprodukten. Dann habe ich mir so ein Cold or Hot Pain Relief Pack mitgenommen. Dieses Teil, das verwende ich, wenn ich Kopfschmerzen, also Migräne habe. Ich kenne das Teil, ich habe das nämlich schon im Haus gehabt und es sieht dann einfach so aus. Wenn ihr es warm braucht, macht ihr es in die Mikrowelle. Ich brauche es aber kalt. Also meine Migräne, wenn sie überhaupt auf irgendwas reagiert, dann auf kalt. Ich weiß, es gibt auch Menschen, die brauchen Wärme, ja, dass sich die Muskeln und das alles wieder ein bisschen lockert. Aber Wärme macht meine Migräne noch schlimmer und ich brauche Kälte. Und deswegen habe ich immer ein, wenn nicht sogar zwei. Ich hätte mir auch zwei mitgenommen, Chatterlines, aber es war nur noch eins da, weil das ist auch so ein Produkt, wenn es dann mal bei Dollar Tree ist, ist es sofort ausverkauft. Auf jeden Fall mache ich das jetzt dann sofort in den Freezer und wenn ich Migräne habe, lege ich mir das dann immer hier oben drauf. Da. Da ist so dieser Druckpunkt für mich und Kälte macht es oft viel besser. Sorgt nicht dafür, dass es komplett weggeht, aber zumindest zu dem Punkt, dass ich funktionieren kann. Ja? Dass ich aufstehen kann, dass ich irgendwie was machen kann. Ja, und deswegen ganz wichtig, dass ich das wieder im Haus habe. Einen weiteren Kaffeebecher habe ich mir mitgenommen, aber das ist so ein Thermo-Kaffeebecher. Der hat auch $5 gekostet. Und ich habe mir gedacht, zwei können nicht schaden. Also wenn ich den hier montags verwende, kann ich den dienstags verwenden. Und mittwochs ist wahrscheinlich die Spülmaschine voll und dann ist alles wieder sauber. Also so, ich habe halt gedacht, ich probiere es mal aus, weil das ist ja kein Thermo. Und da wird der Kaffee bei beiden nicht so lange so warm bleiben wie hier. Und in so Becher, so Thermobecher, kann man ja auch Getränke reinmachen mit Eis und dann bleibt das Eis länger da. Ja, also so einen Becher habe ich mir auch noch mitgenommen. Ich habe mir 4 von diesen Körben in Mint, Aqua, Tio, Türkis ist es nicht, nein. Aber es ist so ein Mint-Tio-Farbe. Und die wollte ich verwenden hier für meinen Schrank. Da ich ja jetzt schon so eine Box habe mit ganz viel Krimskrams und Kruschel drin und das wollte ich aber alles so ein bisschen separieren. Ja? In das eine kommen Batterien, in das andere kommen irgendwelche Werkzeuge und ich wollte es einfach ein bisschen separieren und deswegen habe ich mir 4 Stück mitgenommen, weil ich glaube, eine werde ich auch im Waschzimmer verwenden. Ja, wobei, vielleicht bräuchte ich sogar noch 1 oder 2. Also hier unter der Küche, unter der Spüle habe ich schon so Boxen. Das sind dann auch meine ganzen Putzmittel und das alles drin. Aber ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich hier mit diesen 4 Boxen komme. Und sollte ich mehr brauchen, dann kaufe ich mir einfach noch ein paar. Ein Nachtlicht für Lauren habe ich mitgenommen. Ich habe schon eins, aber sie sagt, ihr Zimmer ist ihr zu dunkel, ja, und ich will ja nicht, dass sie Angst hat. Also mache ich jetzt dieses Nachtlicht an die eine Seite und das andere Nachtlicht ist auf der anderen Seite. Und die finde ich auch ganz schön. Also sie sind nicht zu hell, aber sie sind hell genug, dass die Kiddies keine Angst haben. Mir hängt noch ein bisschen Apfel im Zahn, merke ich. Ein Touchlicht habe ich mitgenommen. Also ich versuche ja wirklich, soweit es geht, kein Licht anzumachen. Kostet Strom. Ja, kostet Strom, kostet Geld. Und ich habe auch überall diese Touchlichter. Könnt ihr das erkennen? Ja, die ändern auch das Licht. Grün, rot, blau. Und im Wäschezimmer habe ich auch so einen Plug. Ja, also wenn ich da reingehe, drücke ich da einfach drauf und dann ist es hell genug, dass ich da wirklich meine Wäsche machen kann. Bei mir im Badezimmer habe ich 2 Stück. Wenn Lauren hier ist, ist das Licht halt an. Ja? Ich sage zu ihr, mach bitte die Lichter aus oder das Licht aus, wenn du ein Zimmer verlässt. Aber wenn ich hier alleine bin, bei mir wird auch immer alles ausgemacht. Ja, da bleibt kein Warmer an, nichts. Der Warmer ist jetzt an, weil ich wieder zu Hause bin. Den da hinten, den habe ich jetzt auch wieder angemacht. Ich versuche wirklich Strom zu sparen, wo es geht. Und deswegen habe ich mir hier nochmal so ein Push-Licht mitgenommen. Und dafür verwende ich aufladbare, nachladbare Batterien. Also jetzt keine Batterien für $1,25 von Dollar Tree, weil die sind dann innerhalb von einer Woche auch leer. Und die muss ich ja dann nachkaufen und dann habe ich nicht gespart. Also ich habe mir da so ein großes
Pack von aufladbaren Batterien gekauft. Da sind mehrere drin, also AA und AAA. Und wenn die dann leer sind, lade ich die einfach wieder auf. So, also nochmal so ein Pushlicht. Ach, sogar zwei. Zweimal Pushlicht. Einen Toner habe ich gesehen mit Kamille und Gurke. Hat schön ausgesehen, habe ich gedacht, ja, nimmst du mal mit. Ich habe mein Rosenwasser gefunden, aber mein anderes Gesichtswasser, meinen anderen Toner, habe ich noch nicht gefunden. Ja, also man riecht mehr Gurke wie Kamille. Sehr frisch, aber nicht aufdringlich, nicht super stark. Probiere ich einfach mal aus nach der Gesichtsreinigung mit einem Wattepad drüber. Und dann schaue ich mal, ob meine Haut drauf reagiert. Aber die Dollar Tree Produkte finde ich eigentlich sehr gut. Momentan habe ich auch eine Reinigungsmilch in Verwendung mit grünem Tee von Dollar Tree. Finde ich auch grandios. Und dann habe ich für Maximus Chicken Jerky mitgenommen. Die liebt er. Und da Maximus ja zwischendurch auch hier ist, also morgen ist er auch wieder hier, hat er ein Leckerli. Und für Simba habe ich auch Leckerlis, aber ich habe noch eine separate Tasche im Auto, weil die Sachen gehen nämlich ins Haus. Ich habe nämlich auch meinem Mann zwei, drei Sachen besorgt und da war auch ein Leckerli für Simba dabei. Also nicht meinen, dass ich Fatboy vergessen habe, nein, die Tasche habe ich einfach nur unten im Auto. Aber das sind auf jeden Fall so kleine Hähnchen-Sticks und die mag Maximus sehr gerne. Chicken Jerky. So, das war's. Wer kommt und hilft aufräumen? Weil hier steht alles voll. War einiges, ja, aber es sind Dinge, die ich gebraucht habe. Bin ja immer noch so ein bisschen am Aufbauen, ja, was so der normale Haushalt angeht. Ich muss auch unbedingt noch zu Walmart, weil ich brauche einen Make-up-Spiegel. Weil den Make-up-Spiegel, den ich hatte, der ist mir beim Umzug leider zerbrochen. Und jetzt habe ich nur so ein itty-bitty kleines Ding und damit kann ich nicht wirklich arbeiten. Also ich brauche einen Make-up-Spiegel und dann gibt es noch so andere Sachen. Zwei bis drei andere Dinge. Also es könnte sein, dass es diese Woche noch einen Walmart-Haul gibt. Aber ich habe gedacht, so gewisse Produkte probiere ich jetzt von Dollar Tree einfach mal aus, weil ich die Größe, wie gesagt, mag, ja, und weil man da wirklich Geld sparen kann, wenn die Produkte gut sind. Da muss ich also nicht zu Walmart oder Publix und Kroger und die ganzen anderen Läden, wo man das Doppelte, Dreifache, wenn nicht sogar Vierfache heutzutage bezahlt. Mit Inflation und allem drum und dran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Vielleicht war ja das eine oder andere dabei, wo ihr sagt, oh, das mag ich auch. Deutsche Variante natürlich. Ja, ich räume das jetzt hier alles weg. Dann muss ich ein bisschen lernen. Dann muss ich mich fertig machen für die Arbeit. Und wenn ich dann heute Abend nach Hause komme und ich noch relativ fit bin, mache ich das Video für euch fertig, dass ihr das morgen spätestens am Mittwoch zu sehen bekommt. Einen dicken Knutscher, meine Lieben. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!